ich bin die Johanna Sittel von der Universität in Jena, Institut für Soziologie, und wir haben gemeinsam mit Stefan Schmalz und Claudia Serda-Becker, beides Kollegen aus Jena, haben wir ein Schwerpunktheft gemacht zu Grauzonen der Arbeit. Und ja, wir sind sehr froh, dass es geklappt hat, und wollen in dem Heft ein bisschen einen Einblick geben in die Grauzonen der Arbeit, sprich Arbeitsformen, die nicht registriert sind, in ungeregelten Bereichen ausgelagert wurden, und so Mischformen, die man ganz oft in den Einzelfällen, die wir auch selber untersucht haben, finden können. Und wollten eben das ein bisschen auf die Agenda setzen, nicht nur auf die akademische, sondern auch auf eine zivilgesellschaftliche, eine politische Agenda, dass man eben diese Form von Arbeit, die sich nicht in diesem normalen Standard-Arbeitsverhältnis ausdrücken, mal thematisieren kann. Und das nicht nur in einem europäischen Kontext, beziehungsweise nicht nur in dem Kontext des globalen Südens, in dem Entwicklungskontext, sondern beide Seiten zu betrachten. Ja, und über bestimmte empirische Fälle hinaus, die wir in dem Heft platziert haben, um einfach einen Einblick in die Realitäten zu bekommen, auch was Arbeitnehmer selbst angeht, haben wir auch noch konzeptuelle, theoretische Überlegungen in dem Heft zusammengebracht, die auch das Konzept der Informalität, was ja dualistisch geprägt war, berühren, weil wir eben sagen würden, wir müssen da viel dynamischer rangehen. Wir können Informalität und Formalität, informelle, formelle Arbeit nicht voneinander trennen und müssen das auch gemeinsam diskutieren. Ja, vielen Dank an die Redaktion, dass es geklappt hat mit dem Heft, und wir freuen uns über eine große Leserschaft und Diskussion zum Thema.